Hallo, jawohl, hier wieder ich stehen tun, tue, tu, tu da, blablabla. Egal, ich stehe hier, weiße Mütze, Fanpost, Kostümin, genau, das Paket vom Sunrise Zen ist immer noch voll in Bearbeitung, danke sein fürs Schicken. Und heute, bevor ich mich an die exotischen Sachen mache, esse ich jetzt mal das weg, was so mit das Bekannteste sein dürfte, aber weil es halt drin war, wird es auch gegessen und kleines, lang, kurzes Video, Hauptsache Video. Egal, also ich esse heute nämlich dieses hier. Ja, ob das jetzt mal scharf war bei dieser tollen Kamera. Lindt Excellence, 70% Cocoa Dark Noir. Also das ist Lindt-Schokolade offensichtlich mit 70% Kakao. Lindt-Schokolade gibt es natürlich in einer Million Varianten. Also ich finde es immer spannend, wie Lindt, also ich habe Lindt, konsumieren wir üblicherweise hier im Haushalt eher in Pralinen oder in den Lindor-Kugeln. Also Schokotäfelchen Lindt habe ich tatsächlich selten bis gar nicht. Aber die 70% Kakao wird nicht so viel anders sein wie die Lindor. Vermutlich, werde ich jetzt dann gleich merken, wahrscheinlich auch relativ bitter. Das kommt wohl auch aus einer Tütchenform. Wie gesagt, Lindt hat, versteht ja meisterhaft, seine Sachen in 50 verschiedene Packungen zu stecken und eigentlich immer das Gleiche drin zu haben. Aber halt eben minimal zu variieren, sei es durch die Packung, durch eine andere Mischung, aber whatever. Also, das ist 70% Kakao. Was steht hier drauf? Quality Guarantee, Schokolade Fabriken Lindt und Sprüngli AG. Chocolate manufactured by Lindt und Sprüngli AG in Frankreich. Hoi. Geformt und verpackt in der Schweiz. Und dann gibt es nur die Webseite. Also hier kann ich keine weiteren Angaben geben euch, weil hier einfach nichts drauf stand. Also sie kommen wohl aus irgendeiner Tüte. Wie gesagt, ich bin mir nicht so ganz familiär mit den Schokolade-Verpackungsversionen, aber man kann sich's denken. Und es wird sicher nicht ganz billig gewesen sein, wie es halt Lindt ist. Da steht also wirklich tatsächlich sonst nichts drauf. Ich weiß auch nicht mal, wie viel Gramm das sind, aber egal. Also, packen wir es aus. Hier haben wir ein Täfelchen Schokolade. Kann man das erkennen ein bisschen? Da steht, ist Lindt? Ja, kann man gut erkennen sogar. Wow. Lindt draufgeklebt, ein bisschen spiegelnd, ein bisschen matt. Und es riecht sehr, ja, bitterlich. Kakao bitterlich. Aber nicht in den Kühlschrank, ist aber doch trotzdem recht kompakt. Lindt ist eigentlich sehr gut, grundsätzlich. Das stimmt, die sind teuer, aber auch entsprechend gut, zum Glück. Ich muss aber sagen, diese 70% Schokolade, Kakao. Es gibt auch Lindor 70%. Habe ich die Tage mal wieder gehabt. Eigentlich nicht. Also, ich bin nicht so der Fan von zartbitter, bitter, wie auch herb, wie auch immer es heißen mag. Ist nicht so mein Fall. Ich habe mehr so Milchschokolade und so in die Richtung. Kann man essen. Ich kann aber sagen, diese Lindor sind nicht so bitter wie das hier. Das ist echt ziemlich bitter. Noch gar nicht so mein Fall. Deswegen bin ich jetzt mal so frei. Und werde jetzt dieses hier nicht öffnen, sondern meinen Eltern spendieren. Die mögen nämlich bitter recht gerne. Die freuen sich auch mal was. Und ich glaube, das ist auch, wird den Sand nicht kränken. Bin ich mir sicher, wenn ich meinen Eltern auch beglücke mit dem Geschenk, dann haben sie auch mal was davon, dass ich den ganzen Quatsch hier immer produziere und sie blamiere. Aha. Gut, also, das ist so. Wenn man bitter mag, ist es gut, wenn man bitter nicht so mag. Nicht ganz so ideal. Aber ja, kann man machen. Keine Ahnung, ob es noch andere Sorten in dieser Täfelchenform gibt. Ich würde es vermuten. Ich müsste mal im Supermarkt nachgucken oder auf der Webseite. Oder beides. Ich habe einmal auf der Lindt-Webseite Sachen gesucht. Das war nicht so super übersichtlich. Ist auch komisch, wie oft so Firmen ihr Produktline-up einfach nicht vernünftig oder aktuell präsentieren können oder dass man es einfach schnell nachschauen kann. Pringles ganz furchtbar, Pepsi Company ganz furchtbar zum Beispiel. Bei Lindt war es so mittelprächtig, konfus ein bisschen. Egal. Jedenfalls, ihr habt es gegessen. Ich hab's. Ihr habt es gesehen, dass ich es gegessen habe. Ich habe auch dem Sunrising gedankt. Das mache ich hier nochmal. Danke. Und bevor ich das jetzt ganz verkaue, schlucke, sage ich, bis nächstes Mal. Tschüss.